Hallo Leute, das ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Ich bin ja momentan täglich mit dem THW rund 10 Stunden unterwegs. Hab mir heute Vormittag mal ein bisschen frei genommen, weil ich ein paar Sachen zum Erledigen habe. Jetzt ist der Kamerad gerade drin, Mittag tauschen wir wieder. Und ich werde momentan regelmäßig per E-Mail, per Kommentare gefragt, ob ich nicht mal das THW vorstellen könnte. Was ist das THW etc.? Weil es gibt ja ganz viele Sachen, die sich ums THW ranken. Zum Beispiel steht THW tatsächlich für 1000 helfende Wichtel. Sind wir eine Feuerwehr, die ihre Autos blau anmalt? Das technische Hilfswerk. Sind wir eine zivile Version der Bundeswehr? Also es wird in dem Video darum gehen, wer sind wir? Wie wird man THW-Helfer? Auch ein wichtiger Punkt. Was können wir? Was können wir auch nicht? Manche schreiben uns ja wahre Wundersachen zu. Auch das werden wir ein bisschen besprechen. Und alles so drumherum einmal. Einfach, dass ihr mal einen gewissen Grundding kriegt, was ist eigentlich das THW, was können wir nicht. Im Übrigen gibt dieses Video meine ganz private Meinung wieder und ist nicht unbedingt die Meinung des THWs. Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Die braucht ja eben 2000 Watt. Also das THW ist eine Katastrophenschutzbehörde des Bundes. Wir sind im Innenministerium unterstellt. Und das ist jetzt der große Unterschied. Wir haben eine Behörde, aber wir sind die einzige Behörde, wo 99% ehrenamtlich tätig sind. Das heißt, nein, wir bekommen kein Geld für unsere THW-Arbeit. Sollten wir aber während der Arbeitszeit auf Schulungen gehen oder im Einsätze haben, dann kriegen wir unseren Lohn weitergezahlt oder der Selbstständige einen Verdienstausfall gezahlt. Und der Arbeitgeber kann sich das halt dann quasi wieder vom THW wiederholen, sodass dem keine zusätzlichen Kosten entstehen. Wir sind in Deutschland rund 80.000, das beinhaltet allein schon mal 16.000 Jugendhelfer. Das geht ab 6 Jahre in der Minigruppe, heißt es glaube ich, los und dann eben die Jugendgruppe. Und die machen da recht viele interessante Sachen. Ich wäre manchmal ganz gern mit dabei, wäre mit Sicherheit hochinteressant, aber ich bin halt so alt dafür logischerweise. Uns gibt es in 668 Ortsverbänden, das heißt, auch in deiner Nähe ist irgendwo ein THW. Also wenn, dann wären es nicht 1000 helfende Wichten, sondern tausende helfende. Weil wir ja wie gesagt 80.000 sind. Wenn wir auf Feuerwehrfeste unterwegs sind, dann werden wir sehr häufig gefragt, warum wir unsere Feuerwehrautos blau anmalen. Und das ist eigentlich, finde ich, relativ interessant, weil wir haben der Feuerwehr gar nicht unähnlich in vielen Dingen. In manche Dinge sind wir auch anders. Zum Beispiel, die Feuerwehren sind halt wesentlich besser ausgerüstet für die Feuerbekämpfung. Das ist jetzt nicht unser Metier. Aber wir zum Beispiel können die Feuerwehren wieder unterstützen, wenn das Wasser weiter weg ist, weil wir halt viele 100 Meter Schlauchleitungen zum Beispiel haben. Und eigentlich ist es fast immer so, dass wir die meisten Einsätze mit den Kameraden von den Feuerwehren zusammen haben. Eigentlich so gut wie alle größeren Einsätze, da ist immer mit der Feuerwehr mit dabei. Und wir ergänzen uns da relativ gut mit uns. Wir haben halt andere Sachen wie die und das ergänzt sich dann immer relativ gut, muss ich sagen. Wir haben zum Beispiel jetzt bei Hochwasser einfach die größeren Pumpen. Wir können halt 25.000 Liter pro Minute wegpumpen, wenn es mal sein müsste. Und damit können wir quasi wieder die Feuerwehren unterstützen, die jetzt Keller auspumpen, die sonstige Sachen machen. Und so arbeiten wir eigentlich sehr gut zusammen mit den Kameraden. Nächster Punkt, wir werden oft gefragt, sind wir eine zivile Bundeswehr? Ja, auch mit der Bundeswehr haben wir sehr viele Ähnlichkeiten, weil im Unterschied zu den Feuerwehren, die in kommunal bezahlt werden, also die Ausrüstung etc., sind wir vom Bund bezahlt. Also ja, wir sind ähnlich wie die Bundeswehr, aber halt der zivile Faktor. Und auch hier würden wir in Einsätze arbeiten wir auch regelmäßig eben mit der Bundeswehr oder mit den Reservisten zusammen, wenn es dann mal größere Lagen haben, wie letztes Jahr Schneechaos. Da war auch die Bundeswehr, da waren die Reservisten, die Feuerwehrler, die THWler, DRK und alle arbeiten wir da eigentlich gut zusammen. Und wir hatten auch jahrelang das gleiche Problem wie die Bundeswehr. Auch bei uns war der Sparzwang sehr groß. Hat sich aber, ich glaube, seit dem Jahr 2015 sehr geändert und es steigt also wirklich immer mehr an und wir kriegen neue Fahrzeuge, neue Werkzeuge, neue Maschinen, um unseren Auftrag einfach noch besser zu erfüllen können. Zum Beispiel auch neue Einsatzkleidung kommt im nächsten. Neue Fahrzeuge haben jetzt einige unterwegs. Wir haben eine neue Fachgruppe bekommen, die Fachgruppe N stelle ich später noch vor.
Also es geht, was das angeht, wieder bergauf. So, wie sieht denn jetzt so ein Ortsverband aus? Also zum einen muss man wissen, es gibt beim THW, ich glaube, 38 verschiedene Fachgruppen. Also kaum ein THW gleicht dem anderen, ne? Weil jeder andere fachspezifische Aufgaben hat und andere Sachen wahrnehmen kann und andere Maschinen hat. Wir haben, keine Ahnung, eine Fachgruppe, ich nenne jetzt nur mal ein paar, Sprengung, Brückenbau, Logistik, Verpflegung, Ölschaden, Ortung, also für zum Beispiel Hundeortung etc., Trinkwasserversorgung, Elektro und. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Wie ist unser Ortsverband aufgebaut? Wir haben wie fast alle Ortsverbände einen Zugtrupp. Ein Zugtrupp ist quasi der Stab, wie man es bei der Bundeswehr her kennt. Man könnte das jetzt vergleichen mit dem Hauptmann, das ist eben der Zugführer. Und der hat eben dann wieder einen Zugtruppführer und so kommt alles zusammen. Die haben nicht für die ganze Organisation zuständig. Die schauen, dass wir genug zum Essen draußen haben. Übrigens, hungern habe ich noch nie müssen beim THW-Einsatz. Die sorgen dafür, dass Material da ist, das wir benötigen, dass dementsprechend die Leute haben. Die organisieren alles. Und der große Unterschied ist, die sind natürlich mobil unterwegs. Also die können auch irgendwo hinfahren, auch in ein anderes Land, wenn es sein muss, und können dort aufbauen und ihre Arbeit verrichten. Die fahren bei uns den sogenannten MTW, das ist der Mannschaftstransportwagen. Dann haben wir wie die meisten Ortsverbände eine erste Bergung. Die fährt bei uns den GKW 1, den Gerätekraftwagen 1. Und das ist so das Schweizer Taschenmesser, kann man eigentlich sagen, vom THW. Weil dort ist alles Mögliche drin. Das, alles, was man für einen Erstangriff braucht, das geht von der Bohrmaschine bis zum Atemschutz, die Kettensäge bis zur Werkstatt, die Trage für Verletzte, bis Licht, Stromaggregat, also alles, was man so quasi schnell draußen braucht, Schere, Spreizer, all diese Dinge haben dort mit verladen. Und das ist dann eigentlich die Gruppe, die als erstes quasi immer mit rausfährt. Dann haben wir, früher hieß es Bergung 2, jetzt heißt Fachgruppe N, die steht für Notversorgung und Notinstandsetzung. Das ist eine sehr neue, die ist also erst letztes Jahr eingeführt worden. Und wir kriegen langsam erst die Materialien und die Fachausbildung zu dem ganzen Thema. Aber die ist einfach dem geänderten Umfeld geschuldet. Wir fahren als Fahrzeug, also ich bin in der Fachgruppe N, dem MZKW, dem Mehrzweckkraftwagen, das ist eigentlich ein Lastwagen, wo ganz viele Sachen drauf haben. In der Regel das gleiche, was wir im GKW drin haben, haben wir hier auch teilweise nochmal größer, teilweise nochmal als Zusatz mit dazu größeres Stromaggregat und, sodass wir quasi alle anderen Fachgruppen auch mit Strom beliefern können. Lichtmasten mit dazu. Da kommt aber noch ganz viel Neues demnächst. Wir haben zwar schon die Liste, was alles kommen soll, aber wann es kommt, ist immer so die Frage. Was natürlich der auch kann, und das ist eben der Vorteil, ich kann den komplett abladen und dann kann ich den als Lastwagen verwenden. Und das ist halt für uns sehr wichtig, weil wir halt viele Sachen immer transportieren müssen. Bei uns ist also nur ein kleiner Teil der Ausrüstung tatsächlich auf den Autos verladen und der ganze Rest ist hinten im Lager. Und je nach Bedarf wird es dann halt runtergeholt, auf den Lastwagen verladen, auf den Anhänger verladen und dann fahren wir los damit. So, dann haben wir noch als weitere Fachgruppe die Fachgruppe Wasser gefahren. Die hat also bei uns zum Beispiel, wir haben eine Pontobrücke, mit der wir über den Chiemsee fahren können, mit der wir Brücken aufbauen können, mit der wir auch, zum Beispiel bei der Überschwemmung war es dann so, dass die Feuerwehrautos mussten ja Frauen Chiemsee kommen oder Fernchiemsee. Die haben wir dann quasi auf die Pontobrücke aufgeladen und dann sind wir rübergefahren und haben die abgeladen. Genauso, wenn es einmal einen Ölschaden im Chiemsee geben würde, dann könnten wir hier auf unserer Brücke die Pumpe mit drauf da, um das Öl quasi abzupumpen. Wir haben auch noch weitere Boote, wir haben noch ein Schlauchboot und ein A-Boot und damit können wir halt quasi auch andere Sachen machen, bei Überschwemmungen Leute aus Häuser retten und, also relativ viel. Eine weitere, ich nenne es jetzt nicht Fachgruppe, aber für uns sehr wichtig, ist die Helfervereinigung. Denn wie gesagt, auch bei uns ist es so, dass nicht alles immer vom Staat kommt und wir einiges selber organisieren. Und dafür gibt es bei uns die sogenannte Helfervereinigung. Die kann also Spenden annehmen, das können Sachspenden sein, genauso wie Geldspenden, da freuen sie die auch. Und bei uns zum Beispiel haben zwei unserer Fahrzeuge
von eben der Helfervereinigung gekauft. Das ist zum Beispiel mein Fahrzeug, mein MLW4, mein 7,5 Tonner, mit dem, wo ich der Fahrer bin, ist natürlich für uns jetzt super, weil da musst du ihm nichts abladen, die Ladefläche ist immer frei, zack, und momentan ist der eigentlich tagtäglich im Einsatz. Auch ein Schlauchboot zum Beispiel kam von dem her. Und wie gesagt, das sind einfach so Sachen. Auch das nächste Fahrzeug ist schon wieder in der Beschaffung, weil eins von unseren langsam älter wird und irgendwann mal außer Dienst gestellt wird. Also wenn ihr gern was spenden möchtet, die THW Helfervereinigungen freuen sich alle über Spenden. So, was können wir denn alles tun? Und es gibt tatsächlich einen Katalog der Einsatzoptionen, der beinhaltet 212 Seiten. Und ich lese jetzt nur die Überschriften vor, weil da könnte ich 5 Videos drüber machen, was wir jetzt machen können. Also wir helfen natürlich bei Extremwetter, bei Erdbeben, bei Vulkanausbrüchen, bei Erdbewegungen, bei Meteoriteneinschlägen, bei Hochwasser, bei Flächenbränden, CBRN, also zum Beispiel wie jetzt B-Gefahr. Der Virus ist ja eine biologische Gefahr. Auch hier helfen natürlich mit. Bei Gefahrenstoffen, bei Großbränden, wie letztes Jahr in Meppen, da war es THW mit einige tausend Leuten im Einsatz. Massenanfall von Betroffenen, zum Beispiel ein Zugunglück, da ist THW eigentlich immer mit dabei. Störungen Infrastruktur, ob das jetzt Versorgung und Ernährung ist, ob das Entsorgung ist. Der Blackout, gehen wir gleich noch drauf. Typische Blackout ist natürlich eines unserer Einsatzszenarien. Terrorismus, Kriegshandlungen, also bei Krieg haben wir halt eher für Bergung etc. zuständig. Um das Ganze ein bisschen praktischer zu machen, habe ich hier zum Beispiel den Jahresbericht 2018, den 2019 gibt es noch nicht. Und hier seht ihr, im Jahresbericht 2018 hatten wir 700.000 Einsatzstunden. Bei Bränden, Explosionen, flachen Flächenbränden, also Waldbrand, Heidebrand, Sturmgewitter, Starkregen, Verkehrsunfälle, Hochwasser, auch Blackout. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wie in Berlin mehrere Tage der Strom ausgefallen ist. Da haben wir zum Beispiel manches Krankenhaus mit Strom versorgt. Wie es so schön heißt, THW bringt Licht ins Dunkel. Brände, Unwetter führen diesem Jahr mehrfach zu großflächigen Stromausfällen. Die 78 Fachgruppen Elektroversorgung des THW sorgen bundesweit für die Notstromversorgung nach Schadenslagen in zentralen Einrichtungen wie das Krankenhaus. Also nicht in die Häuser bei euch daheim. Nein, sich Sachen wie Landratsämter, Gemeinden oder halt meistens Krankenhäuser, Pflegeheime. Dort, weil wir haben nicht so viel Strom, kommen wir aber gleich noch drauf. Nach Stromausfällen wie in Lübeck, Aachen oder mehreren Orten an der Ostsee versorgte das THW hunderte Haushalte und Einrichtungen. Also wenn es sich um einen kleinen Stromausfall halte, kleine von der Fläche her kleinen, ja, dann können wir auch die Häuser mit versorgen. Sobald es großflächiger wird, da haben wir einfach zu wenig Aggregate dafür. Wir stehen also, ich glaube, knapp 5000 Stromerzeuger, also kleine mit dazu, 570 Stromerzeuger, 10 bis 99 kVA, das sind dann ungefähr zwischen 8 und 80 Kilowatt. Und wir haben 140 Stromerzeuger, dürfte mittlerweile sogar ein bisschen mehr sein, zwischen 100 und 400 kVA. Und wenn wir einfach mal rechnen, wir haben 140 Netzersatzanlagen mit rund 200 Kilowatt im Schnitt, haben es 28.000 Kilowatt und das sind 28 Megawatt. Nur mal zum Vergleich, Deutschland braucht im Schnitt 60.000 Megawatt und wir haben 28. Und das erklärt, warum ich meine Videos immer sage, dass THW kann nicht das ganze Stromnetz betreiben. Weil 60.000 Megawatt braucht man, 28 oder sagen wir 30 Megawatt hätten wir. Also viel, viel, viel zu wenig, um alle zu betreiben. Was wir auch noch machen, wir haben ja viel im Ausland unterwegs. Also wer gerne ins Ausland mal möchte und dort helfen möchte, beim THW ist er da richtig aufgehoben. Wir haben im Jahr 2018 waren wir in insgesamt 20 Länder aktiv und haben dort mitgeholfen. In alle möglichen verschiedenen Varianten. Also wer sich dafür interessiert, könnt ihr euch ja unter www.thw.de, könnt ihr euch das viel genauer noch anschauen, als ich das jetzt hier auf die Schnelle erkläre. Was natürlich sehr wichtig ist, um dieses ganze Material zu beherrschen, ist damit zu üben. Und deswegen haben wir im Jahr 2018 2,2 Millionen Übung- und Fortbildungsstunden gehabt. Also das ist eigentlich das, was ich am THW richtig cool finde. Jeder, der will
und auch aktiv ist, der kann sich hier sehr gut fortbilden. Also ich hätte zum Beispiel auch schon das Angebot gehabt, den Lastwagenführerschein zu machen, da hatte ich leider keine Zeit. Und ich hätte letztes Jahr im Januar den Bootsführerschein gemacht, da war die Schneelage, deswegen ist der ausgefallen. Ich kannst aber auch Staplerführerschein machen, du kannst elektroverschiedenste Sachen machen, du kannst den CBRN weiterbilden. Also ganz viele Sachen gibt es beim THW und auch hier gilt, alle Ausbildung ist kostenlos, muss man also nichts dafür zahlen, zahlt alles THW mit Anreise, mit Übernachtung, mit Verpflegung und sogar bei normalen Lohnweiterzahlung. Weil wenn das unter der Woche ist, der Arbeitgeber kriegt das Geld wieder und du kriegst deinen Lohn normal weiter. Oder beim Selbstständigen halt dementsprechend Arbeitsausfall. Genau, wir haben eine Neuausrichtung beim THW, daher auch die Fachgruppe N und kriegen also noch mehr Aufgaben. Bereitet sich das THW auf Gefahren vor, die zukünftig aus das THW zukommen könnten, neben Naturkatastrophen und extremen Wetterereignissen, wie wir es jetzt schon hatten, sind das insbesondere Störungen von kritischen Infrastrukturen. Dazu gehören alle essentiellen Versorgungssysteme wie beispielsweise medizinische Notversorgung, Verkehrsinfrastruktur oder eben Strom, also der Blackout und die Trinkwasserversorgung. Wie wird man denn jetzt THW-Helfer, wie es so schön heißt? THW ist ein besonderes Dienstverhältnis. Wie gesagt, wir sind in einer Behörde, sind aber keine Beamten. Wie wird man denn jetzt Helfer? Also als erstes muss man natürlich mal Gespräche führen, sollte man sich das mal anschauen. Die meisten Ortsverbände, da kann man einfach mal Übungen mit zuschauen zum Beispiel oder mal sich das alles anschauen. Und dann gibt es eine sogenannte Grundausbildung. Die geht auch über mehrere Monate, halt mal am Wochenende, mal am Freitag, mal am Samstag, mal am Dienstag. Das macht jeder Ortsverband anders, auch wie die Leute Zeit haben, weil sie natürlich auch ein wenig nach die Leute gerichtet, soweit es geht. Weil ich muss ja wahnsinnig viel lernen. Also das geht vom einfachen Knoten an, bis zu dem Umgang mit den ganzen Maschinen, die wir haben. Wir haben nicht die Bohrmaschine, wir haben die Bohrmaschine. Also richtige Männerspielsachen auch teilweise, wie es immer so schön nennen. Maschinen, Holzbearbeitung, Steinbearbeitung, Elektrobewegen von Lasten. Jeder THWler muss in der Lage sein, tonnenschwere Lasten zu transportieren. Also jetzt nicht so, sondern halt mit Hilfsmitteln natürlich. Und Umgang, du musst ihm quasi alle unsere Geräte mal kennenlernen, die da haben, und das ist halt eine ganze Menge. Dann kommt nur erste Hilfe dazu. Und es gibt im Anschluss eine Prüfung in Theorie und Praxis, die man bestehen muss. Was schaffbar ist, wenn man vorher Chemie gearbeitet hat. Danach gibt es dann die Fachbefähigung und die ist halt je nach Interesse. Mich hat jetzt zum Beispiel Elektro mehr interessiert, deswegen war ich, bin ich Maschinist für normale Stromaggregate, da habe ich einen Lehrgang dazu gemacht. Ja, es gibt eben wie gesagt x Zusatzqualifikationen, jeder wie das will. Ich habe einen Hebebühnenschein zum Beispiel gemacht, ich habe den großen Kettensägenschein über das THW gemacht, eben wie gesagt Maschinistaggregate, was habe ich noch gemacht, Grundlehrgang für Öffentlichkeitsbeauftragten und. Wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich noch viel mehr Lehrgänge machen, aber es ist halt immer ein Zeitproblem. Also das THW bietet rund 200 Lehrgänge an unsere eigenen Bundesschulen an und dazu kommen dann aber nur externe Ausbilder auch noch dazu. Wenn man dann sagt, okay, so wie unsere Hebebühne, da brauche ich jetzt nicht irgendwo hinfahren, sondern der ist halt bei uns in der Nachbarort, dann fahren wir halt dorthin und machen das beim Externen. Ich werde momentan ganz viel gefragt, was macht ihr momentan eigentlich in der Corona-Krise? Und ja, da muss ich sagen, für uns ist das ungewohnt, es ist Katastrophenalarm und wir sind nicht an vorderster Front. Das geht im Übrigen nicht nur uns, sondern auch die Kameraden von der Feuerwehr. Die haben das, die sitzen auch da und drehen Däumchen mehr oder weniger, wie auch immer. Also wir haben eben viele Logistikaufgaben. Wir sorgen halt zum Beispiel dafür, dass die Arztpraxen, dass die Krankenhäuser etc. Material bekommen, also Schutzmasken, Schutzkittel, Desinfektionsmittel, all diese Sachen. Das ist halt das, wir haben diesmal nicht an erster Front, sondern wir haben halt dahinter und unterstützen halt, wo es nur irgendwie möglich ist. Kameraden haben auch zum Beispiel Teststationen, also so ein Drive-in-Corona aufgebaut. Die anderen Kameraden machen Schleusen zu Praxen, Schleusen zu Krankenhäusern. Es werden Hilfskrankenhäuser mit dem THW zusammengebaut. Also wir haben in viele, viele Dinge tätig. Meist sieht es zurzeit keiner, weil wir eben nicht von dabei sind, sondern eben
diesmal an der zweiten Stelle haben. Letztes Jahr zum Beispiel beim Schneechaos sah das ganz anders aus. Da war eigentlich jeder Ortsverband in Bayern und nur weitere Bundesländer waren hier bei uns im Einsatz und haben im Schnee geschippt und sonstiges. Und dann hat man den natürlich auch schön die Nachrichten gesehen. Gut, vielleicht ganz kurz zum Schluss. Ich fordere die Leute auf. Wir sollten eigentlich schon 100.000 THWler sein, sind aber nur 80.000. Also wir freuen uns sehr über Kameraden. Ich muss sagen, für mich selber, mir macht es einen Heiden Spaß. Darum mache ich es gern. Ich habe unglaublich viel davon gelernt. Auch Sachen, die ich draußen beim Buschkräften brauche, wie Knotenkunde und solche Sachen. Man ist immer gut informiert, man ist in der Krise immer gut versorgt, weil die eigenen Einsatzkräfte werden natürlich immer als erstes versorgt, logischerweise. Und man erlebt Kameradschaft. Und das ist was, was da ja die Bundeswehr nicht mehr gibt, viele gar nicht mehr kennen. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal einen Ortsverband an, lasst euch mal das Ganze erklären und vielleicht ist es ja was für euch. Und vielleicht sehen wir uns dann als Kameraden irgendwo mal in einem Einsatz. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Wenn ihr noch mehr Videos zum THW sehen wollt, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Da hätte ich noch ganz, ganz viel im Angebot. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch!